Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Das freut mich natürlich sehr, dass ihr jetzt auch im neuen Jahr wieder eingeschaltet habt. Es war ein bisschen ruhig um mich, wie so oft. Dafür entschuldige ich mich, aber es hatte bestimmte Gründe. Und zwar ist es jetzt neues Jahr und deswegen nochmal frohes neues Jahr an euch. Und die meisten von uns garantiert werden den Vorsatz haben, oh, ich möchte abnehmen, gesünder sein, rauchen aufhören, mehr sparen, weniger einkaufen, ich weiß nicht. Jedes Jahr das Gleiche, ich will abnehmen, ich will abnehmen. Ich glaube, das ist ein Dauerzustand. Deswegen würde ich das nicht als Vorsatz nehmen wollen, sondern einfach euch heute ein Programm vorstellen, das ich jetzt mache. Und zwar ist das MyFitShape. Ich wurde von der Firma angeschrieben, muss ich euch ehrlicherweise sagen, ob ich dieses Programm testen möchte. Und natürlich habe ich gesagt, ja, perfekt, gerne. Denn ich habe schon so ein paar Fitness-Sachen durch und habe aber noch nicht so das Perfekte für mich gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte damals mit Weight Watchers sehr, sehr gut abgenommen, das wisst ihr ja. Und habe jetzt aber dadurch, dass ich meine Pille wieder genommen habe, wieder zugenommen. Das ist aber ein anderes Thema, das werde ich irgendwann mal nochmal thematisieren oder euch zu Pilleninfos nochmal unten in der Infobox ein paar Videos verlinken, die mich inspiriert haben, wieder aufzuhören sozusagen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern ich wurde angeschrieben von dieser Firma, ob ich denn das Programm mal testen möchte. Da gibt es zwei Versionen, ein 24-Tage-Programm, was halt so eine Art Crash-Abnehmprogramm ist. Also ich will es nicht Diät nennen, denn ihr werdet nachher sehen in meinem Vlog, was ich alles essen darf. Und es ist der Wahnsinn, ich darf unheimlich viel essen, das hätte ich nicht gedacht. Aber mehr dazu dann in dem Vlog. Ich habe nämlich schon eine Woche hinter mir und wollte euch jetzt dann erstmal vorstellen, was ist denn das Programm und was wird da gemacht und was ist denn überhaupt anders an diesem Programm. Und als erstes muss man sagen, es ist kein Low Carb. Natürlich ist es so, dass du auf verschiedene, beziehungsweise auf große Mengen von Kohlenhydraten verzichtest in diesen 24 Tagen. Ich probiere jetzt gerade nur das 24-Tage-Programm. Ich esse aber trotzdem Kartoffeln, Reis, Vollkornpasta, all diese Dinge darf ich. Ich darf Milchprodukte zu mir nehmen. Ich kann Sachen, wenn ich sie nicht mag, wie jetzt zum Beispiel, ich mag kein Ei, kann ich das austauschen durch eine andere Eiweißquelle. Ich muss nicht zwingend Supplements zu mir nehmen, wie Eiweißshake oder Eiweißriegel oder sonstiges. Ich kann, aber ich muss nicht. Also ich bin da sehr, sehr, sehr flexibel. Und ich habe halt auch gleich gefragt, okay, wie sieht es aus? Muss ich Supplements nehmen? Kann ich das als Mutter in meinen Alltag einplanen? Ich gehe ja trotzdem arbeiten. Wie sieht es da aus? Gibt es Rezepte, die ich mitnehmen kann? Und was ist, wie familiengerecht ist das? Und hier kann ich einfach nur sagen, schaut es euch unbedingt auf der Internetseite mal an. Ich verlinke euch natürlich die Internetseite unten. Und ihr werdet auch hundertprozentig nur meine ehrliche Meinung zu diesem Programm erfahren. Also ich hatte auch gleich mit diesen Leuten geschrieben, habe gesagt, passt auf. Ich möchte, wenn ich das Programm teste, dass ich meine ehrliche Meinung sagen darf. Dass ich sagen darf, wenn ich es heute mal total blöd finde, dass ich keine Lust habe oder dass ich irgendwas schwer fand. Und all meine Kritik werdet ihr nach diesen 24 Tagen natürlich bekommen oder eben auch keine Kritik, wer weiß. Aber ich wollte euch nur sagen, auch wenn ich das Programm zugeschickt bekommen habe, möchte ich euch gegenüber natürlich authentisch bleiben und meine ehrliche Meinung sagen. Ihr wisst, dass ich Weight Watchers geliebt habe, aber jetzt mit den neuen Punkten es einfach nicht mehr zu 100% hingekriegt habe. Ich habe auch hierzu noch einen Vlog gedreht gehabt, habe ihn aber jetzt auf offline gestellt, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich habe keine Erfolge gesehen. Das liegt aber an mir. Das ist überhaupt kein Ding, wo ich sage, boah, Weight Watchers funktioniert nicht oder Deadlift die Soße funktioniert nicht. Ich suche für mich das richtige Programm für meine Bedürfnisse raus. Ich denke nicht, dass es ein richtig oder falsch gibt. Das wird es nicht geben, sondern ich wollte schauen, okay, wenn ich das jetzt testen kann und das nur 24 Tage geht, ist es denn etwas für mich? Ist dieser Lifestyle, der dieses Programm vorsagt oder vorgibt, ist es etwas für mich? Und deshalb wollte ich euch unbedingt auf diese spannende Reise mitnehmen. Ich hoffe, euch interessiert das auch. Es ist natürlich passend jetzt zum Neujahr. Das muss ich schon zugeben. Aber ich habe halt schon vor dem neuen Jahr angefangen mit diesem Programm, weil ich gesagt habe, boah, jetzt ist vorbei. Nach Weihnachten leg ich los und warte jetzt nicht auf den ersten des neuen Jahres. Das wäre für mich Quatsch gewesen. Und deshalb habe ich gleich nach Weihnachten angefangen und lade euch jetzt dieses Video hoch, damit ihr Bescheid wisst, welches Programm ich denn jetzt gerade mache und ob es vielleicht sogar was für euch ist. Und jetzt kommen wir erstmal zu dem, was bekommt ihr überhaupt in diesem Programm. So, in diesem Programm, ich habe es jetzt hier ausgedruckt, in einer ausgedruckten Variante, bekommt man eine PDF zugeschickt. Man registriert sich und man hat eigentlich sofort Zugang dazu. Man hat auch dauerhaft Zugang darauf. Hier sind, glaube ich, 150 Rezepte drin mit Austauschtabellen, mit Trainingsplänen, mit wahnsinnig geilen Rezepten. Bitte Leute, das kann ich euch jetzt schon sagen, achtet darauf, dass ihr auf die Mengen achtet. Ich habe nämlich am Anfang viel zu wenig gegessen, war trotzdem satt, aber ich habe zu wenig
ich habe zu wenig Gramm an Gemüse dazu getan. Ich dachte, okay, eine Handvoll Tomaten sind so und so viel Gramm. Und das war nicht so. Also bitte die ersten Male wiegt es euch ab. Einfach für euch, dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt. Das ist kein Muss. Es ist nicht wie Weight Watchers. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich rede schlecht von Weight Watchers. Es ist nicht wie Weight Watchers, dass man Punkte technisch zählen muss, sondern es ist ein vorgegebenes Rezept. Daran haltet ihr euch. Es ist super einfach gemacht. Es sind vor allem, das finde ich richtig gut, alles Rezepte, die man in jedem Supermarkt bekommen kann. Und das war mir wichtig, denn ich wollte jetzt nicht losgehen und jedes Mal zu Kaisers, Edeka oder Kaufland rennen, wo man 1000 Sachen bekommt von verschiedenen Ländern und Gewürzen. Nee, man kriegt eigentlich alles bei Netto, Lidl, keine Ahnung was, auch bei den kleinen Einkaufsläden und auch für wenig Geld. Also ich muss sagen, ich komme aktuell mit dem Geld vom Einkaufen her besser hin, als wenn ich nicht in diesem Programm bin. Also ich habe das jetzt mir echt aufgeschrieben, was zahle ich im Wocheneinkauf und ich komme günstiger, weil ich eben viele Basic-Sachen zu Hause haben muss und daraus kann ich viele andere Sachen machen. Also es ist absolut genial. So, dann bekommt ihr natürlich ganz viele Infos. Was ist denn, wie funktioniert mein Plan? Wie genau läuft die Ernährung? Es gibt einen sehr, sehr ausführlichen Anhang, wo man nochmal Zusatzinformationen bekommt, was man tun kann, um eben das noch mehr anzufördern, dass man eben Magnesium zuführt. Ja, also ihr habt sehr, sehr viele Infos. Also ich möchte euch natürlich jetzt nicht das ganze Programmkonzept vorstellen, in dem Sinne, dass ich euch sage, was steht denn da alles drin. Aber so grob kann ich euch sagen, hier so, ich zeige euch mal eben, es gibt 3 Mahlzeiten am Tag mit 2 Snacks noch zusätzlich und glaubt mir, ihr werdet satt sein, ihr werdet keine Gelüste haben. Denn das Geile ist, ihr dürft in diesem Programm auch eine Milchschnitte am Tag essen, ihr dürft ein Corny Free essen, ihr dürft ein Wiener Würstchen essen, ihr könnt Babybel essen. Es ist also wahnsinnig viele Snack-Ideen, wo ich sage, Wahnsinn, dann, wenn ich doch mal einen Heißhieb auf was Süßes habe, muss ich nicht darauf verzichten. Ich darf ein Stück Zartbitterschokolade essen. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Also wie gesagt, mein Freund hat sich das Programm auch angeguckt und hat es auch eine Woche mit mir gemacht und macht es auch nach wie vor noch nicht so intensiv wie ich, weil das Programm ist auf mich zugeschnitten, auf meine Körpergröße, auf mein Gewicht. Das ist nämlich speziell für euch erstellt worden, was ihr essen dürft und wie viel Kohlenhydrate, Makro- und Mikronährstoffe und so weiter. Dann, so sehen übrigens die Austauschtabellen aus. Nur um das mal ganz kurz zu zeigen. Dann, wie sieht das Training aus? Da gibt es Erklärungen, wie soll das Training ablaufen? Was ist ein HIIT-Training? Was ist ein Cardio-Training? Warum überhaupt muss man das machen? Und er hat wirklich sehr, sehr viele Informationen. Also nehmt euch wirklich Zeit, wenn ihr sowas kauft, erstmal alles durchzulesen und zu planen. Ich mache mir echt immer so einen 4-5 Wochen Tagesplan, was ich in dieser Zeit essen möchte, was ich da haben möchte. Und dann schaue ich auch, schaffe ich es an dem Tag Training zu machen oder nicht. Es ist zwar vorgegeben, an welchem Tag du welches Training machst und wann du Pause hast. Das ist schon wahr. Aber ich plane dann einfach, wenn ich weiß, ich habe einen super stressigen Tag, dass ich mein Training vorher mache. Ich bin eh ein Morgensportler und deshalb, ich kann halt hier in diesem Video schon mal sagen, es ist Wahnsinn, was da an Sport auf euch zukommt, aber in einem sehr, sehr positiven Sinn. Dann gibt es hier natürlich kurze Anleitungen, wie funktioniert das Training. Ihr habt für jede Trainingseinheit auch eine Alternativübung, wenn ihr Knieprobleme habt, wenn ihr eben doch noch ein bisschen mehr Gewicht habt, dass es euch einfach schwerfällt. Es gibt immer irgendwelche Alternativen und das ist richtig, richtig cool. Beim Cardio, ihr müsst nicht rausgehen, joggen, ihr könnt schwimmen gehen, ihr könnt Fahrrad fahren. Keine Ahnung, was euch gerade anmacht. Also ich hatte an dem einen Tag überhaupt gar keine Lust rauszugehen, um Sport zu machen, weil es so extremst kalt war. Dann habe ich halt eine Cardioeinheit zu Hause gemacht mit Burpees oder keine Ahnung, was man eben gerade Lust zu hat. Ich möchte aber auch nicht zu sehr loben. Ich weiß noch nicht genau, wie es nach 24 Tagen für mich aussieht. Das werdet ihr dann einfach sehen in meinen Vlogs, wie es mir ergeht. Aber ich wollte euch dieses Programm mal ganz kurz vorstellen. Also wie gesagt, es gibt reichlich viele Informationen. Hier seht ihr dann mal ganz kurz nochmal so ein Training, wie das aufgebaut ist. Ihr habt sehr, sehr viele Seiten an Rezepten, die habe ich nochmal unterkategoriert. Das sieht dann so aus, zum Beispiel Frühstück. Dann habt ihr ganz viele Frühstücksvarianten. Es ist wirklich richtig, richtig viel und es ist für jeden was dabei. Ihr habt süßes Frühstück, herzhaftes Frühstück, was ihr wollt. Also ich muss bisher sagen, ich denke, ihr hört ja das auch schon, dass ich das Programm in jetzt dieser Woche, die ich jetzt schon durchgezogen habe, sehr, sehr gut finde. Ich bin gespannt, ob ich es durchziehe, bin ich wirklich ehrlich, weil ich weiß, dass eine Ernährungsumstellung mit Sport ist eine Sache, die langfristig eine Aufgabe ist und nicht eben nur für 24 Tage. Das muss man einfach dazu sagen. Ich werde danach schauen, ob ich das Folgeprogramm mache davon oder ob ich dann gucke, ob ich was anderes mache.
Aber bis jetzt bin ich sehr, sehr positiv und voller Energie, dass ich sage, ich möchte das jetzt durchziehen mit euch gemeinsam. Also ihr werdet natürlich erfahren, wie viel ich abgenommen habe in der jeweiligen Woche, wie ich mich gefühlt habe. Das möchte ich definitiv festhalten, nicht nur für euch, auch für mich, damit ich weiter am Ball bleibe. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Weekly Vlog, der jetzt dann kurz danach nach diesem Video auch online kommen wird. Meine Lieben, 2017 möchte ich euch alle sehen, dass ihr was für eure Gesundheit tut. Nicht abnehmen oder sonst was, sondern einfach für eure Gesundheit tut. Und ihr Süßen, wir sehen uns im nächsten Video. Hier drüben seht ihr dann meine anderen beiden Videos, die zuletzt hochgeladen wurden. Und vielleicht gleich noch der Weekly Vlog im Anschluss anschauen könnt. Also, bis dahin, tschüss!